Ich bin Sabine Körtke, ich arbeite bei Volkswagen in der Optimierung und wir sind hier im Kunstmuseum Wolfsburg und ich frage mich, wie entsteht denn eigentlich so eine Ausstellung? Ich frage mich, wie kommen Sie denn auf so ein Thema für eine Ausstellung? Das Thema der Ausstellung Menschenbilder lag insofern auf der Hand, weil zum einen haben wir eine umfangreiche Sammlung bei uns im Kunstmuseum und da ist tatsächlich das Thema Menschenbild auch relativ präsent. Und mehr oder weniger durch Zufall gab es ganz viele Schenkungen, wo eben auch Menschen zu sehen sind in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlicher Identitäten. Und aus diesem Konvolut hat dann der Kurator, Herr Röker, dann diese Ausstellung konzipiert und hat dann dementsprechend die Werke dann zusammengestellt. Ich sehe diesen Kopf hier und ich sehe, da läuft hier irgendwie was durch. Was ist das für ein Kunstwerk? Das sieht sehr interessant aus. Ja, das ist der Kölner Künstler Christian Keinster. Tatsächlich handelt es sich hier um ein Selbstporträt, hat seinen eigenen Kopf abgegossen und nicht aus irgendeinem normalen Metall, sondern aus Gallium. Und das hat den interessanten Umstand, dass es bei 29,8 Grad Celsius anfängt zu schmelzen. Wenn man also hier diesen Rost, auf dem das Ganze liegt, an eine Stromquelle anschließt, dann wird der warm und dann fließt dieser Kopf, löst sich auf und schmilzt durch das Rost, wird aufgefangen und wird dann wieder neu gegossen, sodass der Künstler im Grunde genommen immer wieder zurückkehrt, also ein Stück weit im Kreislauf des Lebens, wenn man so will. Ich sehe, hier sind ein ganz unterschiedlicher Mix an Kunstwerken. Einmal Zeichnungen, dann Schwarz-Weiß-Fotos, Farbfotos, auch die Zeiten sind komplett unterschiedlich. Wie setzen Sie so eine Ausstellung dann zusammen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die uns natürlich auch logischerweise sehr intensiv beschäftigt, wenn man so eine Ausstellung aufbaut. Also die Fragen, die mit dieser Thematik des Menschenbildes verbunden waren, waren natürlich, welche Identitäten gibt es, woher kommen die Menschen, was für eine Schicksale haben die Menschen hinter sich und so weiter und wie kann man diese ganzen Fragestellungen in einer Ausstellung in einen sinnvollen Dialog setzen. Dass man im Grunde genommen durch diese Ausstellung geht und durch die unterschiedlichen Positionen, dass man sich da auf unterschiedliche Art und Weisen auch als Besucherin und Besucher damit konfrontiert sich. Das ist ja auch das Spannende, wo man natürlich auch sich überlegt, wenn man eine Ausstellung aufbaut, wie man tatsächlich diesen Dialog auch mit den Besucherinnen und Besuchern hinbekommt. Das ist super interessant. Also verstehe ich, handelt es sich bei so einer Ausstellung, wenn man die konzipiert, nicht nur darum, die Themen auszusuchen, sondern auch die Hintergründe, die Emotionen und Gefühle zu verstehen? Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Denn tatsächlich gibt es ja bei vielen Kunstwerken unglaublich viele Hintergründe, sei es sozialer, politischer oder sonst wie gearteter Form. Und das muss man natürlich mitbedenken. Und wenn man eine Ausstellung zusammenstellt, dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass man die Besucher quasi mitnimmt und dass man denen ein Stück weit auch etwas vermittelt, dass sie, wenn sie durch die Ausstellung gegangen sind, dass sie natürlich auch verstehen können, was man als Kurator oder Kuratorin will. Und ich denke mal, das ist in dieser Ausstellung Menschenbilder ganz gut gelungen.